Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic. Darfst du es aussprechen? Farben. Berühre den Wisp. Wer kann das nur sein? Rocket! Ja, ein neuer Wisp, der nennt sich Rocket. Schlecht. Und deine Übersetzungskünste sind ja natürlich eins, Ich nenne das Let's Play Sonic Farben. Let's Play Sonic Farben. Nicht Sonic Color, sondern Sonic Farben. Aber nur speziell diesen Part. Sonst kommt ja keiner klar, was spielt ihr? Eben. Let's Play Sonic Farben. Ist es Sonic Farben? Ist es ein neues Spiel? Ja, klar. Sonic hat ein neues Spiel, ist hier unglaublich. Warum redest du jetzt wie ein Ossi? Ich bin der Bernd. Ach nee, Du bist der Bernd. Da bin ich der Anton aus Tirol. Ja, ich bin der Bernd. Rocket! Nee, ich glaube, der Bernd hat ihn noch von der Welt gesehen. Ich weiß echt nicht, ob ich das weitermache mit Bernd und Irmgard spielen. Das ist total schlimm. Alter Bernd. Wieso erinnert... Awesome Reach. Wieso erinnert mich der Name an irgendwas anderem Bergmäßiges? Mich erinnert es an das Mirko. Wieso an das Mirko? Ja. Ja, weil das Mirko auch jetzt an der Hand sagt, Bernd, was meinst du davon? Bernd das Brot? Ja, so ähnlich. Ich liebe Bernd das Brot. Boah, Alter, mach die Mucke aus, verdammt. No, Rockets. Oh, war jetzt schlimm. Was für eine Mucke? Ich bin gerade mal auf der Kanalseite von Ego Raptor gegangen und auf einmal knallt mich da die Musik voll. Ich habe keine Ringe, du da, doch, jetzt habe ich wieder welche. Awesome Reach. Sonic Color, voll das epische Spiel, holt's euch für den DS, es ist voll episch geil und total einfach. Für den DS, holt's euch für die Wii. Handy und Stocking ist geiler. Nein, ist es nicht. Doch. Nein. Doch. Nein. Panty und Stocking ist total geil. Ist es nicht. Das ist pervers. Willst du mich rollen? Roppel? Du hast wahrscheinlich das Finale nicht gesehen, deswegen bist du auch nicht geflasht von dem Anime. Ich... So ein kranker Scheiß, ich find's so geil. Ich find's nicht geil. Wenn du was geil findest, finde ich es nicht geil. Ja doch. Moment, bei apropos Bilzebub, den ich ja... Den du, ach du Scheiße. Den du im letzten Part erwähnt hattest, vor 10 Sekunden. hieß nicht Piccolo aus Dragon Ball Z auch mal Beelzebub wegen Turnier? Den hat man, glaube ich, so genannt, ja. Und ich krieg gerade mit, die Freundin meines besten Freundes ist auf Facebook. Die Freundin deines besten Freundes, des besten Freundes, des Bruders, des Cousins ist auf Facebook. Nein, die Freundin ist meines besten Freundes. Die Freundin meines besten Freundes. Die ist auf Facebook. So voll so als Freund einladen, ne? Hallo, ich bin's, ChristyLP. So, und jetzt lösche ich meinen Account. Wo? Bei Facebook. Warum lädst du die dann einladen? Weil ich 12 Einladungen verschicke. Ich habe 12 Einladungen verschickt, nur speziell nicht an sie. So. Yeah. Ja, ich habe Rang C erreicht. Ich weiß nicht, warum Sonic so gedrückt ist, aber hey. Nein, ich möchte keine Chaos-Emerald sammeln. Sonic ist ein kleiner Homo. Eigentlich wollte ich jetzt so schreien wie ein Löwe, aber da kam der Rülps. Da stimme ich dir zu. So, jetzt muss ich mal gucken, wie sieht denn mein Video Fullscreen aus? Mein Video im Fullscreen? Mein Video. Ach so, ich dachte, ich habe jetzt mein Video verstanden. Hätte ich dir sagen können, wie die Qualität dort ist, soll ich dir sagen? 1A, voll HD-mäßig, Mann! Total viele Pixel und so weiter, voll HD!
Nee, ich meinte bei meinem Mindjack-Video, weil es komischerweise doch nicht HD ist. Hä? Du hast es. Ich weiß es nicht, es ist komischerweise nicht HD, obwohl ich es in HD gerendert habe. Vielleicht dachte YouTube, wir zerstören seine ganze Arbeit. Nein, das ist okay, das ist aber auch mein erster Renderversuch mit Camtasia, deswegen. Ach so, ja, mit Camtasia kenne ich mich schon etwas länger aus. Ich habe aber noch nie HD gerendert. Und ich wollte es mal mit Windows Movie Maker, ich wollte es eigentlich mit Windows Movie Maker rendern und hochladen, aber YouTube nimmt ja nur 2 GB große Videos an. Ja, und? Nein, 20, wenn du mehr als 15 Minuten hochladen kannst. Mhm, ich hab's probiert. Es geht nicht. Echt? Mhm. Oh. Aber mit Windows Movie Maker habe ich damals gerendert und ich hatte gerade mal 50 MB große Videos. Ah, hier steht... Nein. Nee. Was? Nee. 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 Was? Lass deinen Zuschauern, die deine Stimme sowieso schon so gern mögen, hören, was du sagen wolltest. Ich bin gestorben. Ey, YouTube. Ey. Nee. Nee. Oder? Warte mal kurz hier. Advanced Uploader von YouTube unterstützt die Nutzer dabei, große Dateien mit bis zu 20 GB zufällig auf die Website hochzuladen. Ja, habe ich dir auch gesagt. Durch die Verwendung von Java auf der Client-Seite könnten wir die Datei stückchenweise übertragen, sodass sichergestellt werden kann, dass jedes Stückchen der Datei empfangen wurde, bevor das nächste gesendet wird. Auf diese Art können wir für den Fall, dass Netzwerke Verbindung während des Uploads zusammenbricht, einfach den Upload des hochgeladenen Stückchens nach der Wiederherstellung der Verbindung wiederholen. Ist das bescheuert? Nein, das ist episch. Scheiße. Es ist total bescheuert. Aber 20 GB, Mann. Du könntest ein Tag-Video hochladen. Wir können teilen diesen 2,6 GB großen Part in 26 kleine Stückchen. 26 kleine Stückchen. Bitte beachte, dass die Verwendung des Advanced-Uploads auf dem kleinen PC mindestens Java für Version 1,5 installiert werden muss. Die aktuelle Java-Version kannst du bei Sun hier oder da. Halt die Fresse. Ein Gegner! Ich hab die Gegner voll geowned! Ich bin voll Gangster, Mann! Ich will dieses Video jetzt hochladen. Ich hab jetzt total Bock drauf und will's probieren. Da war ein Leben. Da war ein Leben. Nein! Ja. Ein Leben! Ein Königreich für ein Leben! Ey, ich hab sogar Java 6, also bitte. Ja, wegen Minecraft bestimmt, ne? Ja. Also, was will denn YouTube jetzt bitte mit meinem... Wo kam jetzt die Fledermaus weg? Ich hab das gar nicht gesehen. Da, ich hab sogar das Update, 23 für Java 6. Ziel... erreicht. Level beendet. Halt die Fresse jetzt. Halt die Fresse, das ist dein Let's Play. Hä? Ich soll mal mein Let's Play die Fresse halten. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Sollst du? Ich mach einen kurzen Schnitt. So jetzt. Oh, was bist du? Was machst du da? Nee, mein Mikro pusten. Und dass der Bosskampf leckt, hätte ich jetzt echt nicht erwartet, ne? Ey, nee. LOL. Was? LOL. Einfach nur LOL. Was ist LOL? Was ist so LOL, dass du es der Mafia nicht sagen willst, hä? Starte die Aufnahme wieder. Was? Starte mal die Aufnahme wieder. Ich habe die Aufnahme schon die ganze Zeit gestartet. Ach so. Ich sag nur eins. 2,41 GB groß, mein Video. Ja. 44 Minuten Upload-Zeit. Ja. What the fuck? Ja, und? Alter Falter. Das ist doch voll normal, Mann! Voll Gangster-Style! Das ist total heftig. Ich bin gerade extrem... geflasht. Gefahrlasht. So voll... bling, 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 bling! Geflasht, sondern gefahrlasht.
Ja, Leute, dieser Boss ist total einfach. Und wolltest du noch irgendwelche Infos sagen? Rocket! Nein, wollte ich nicht. So, okay, also wieder das Boss besiegt. Boss besiegt in einem 35 Sekunden! Okay. Rang S bestimmt, ne? Ich bin so gut. Eigentlich wollte ich jetzt die Lache vom Wario nachmachen. Das ist schön. Okay, das war jetzt gerade cool. Dein Sp- hier, dein Gelächter und dann so, ja, Rang S, ne? Voll angeberisch, ne? Mach die Musik aus, ey. Ich hab ihn verschluckt. Leute, nehmt nie mit Questy auf, ihr werdet es bereuen. Da ist ein Wisp. Hör auf dich kaputt zu lachen. Nein, ich will das Tutorial nicht sehen. Alter. Halt die Klappe, halt bloß deine Klappe. Das ist nicht witzig. Okay, Hardcore-Mucke, Yellow Drill. Oh Gott, ey. Nein. Du bist so schlecht, ey. Was? So schlecht. Was? Wo bin ich schlecht? Hä? Ich atme die ganze Zeit in dein Mikrofon, ins Mikrofon, oder? Was? Ich atme die ganze Zeit ins Mikrofon, oder? Genauso wie ich, ja, und? Ja, was ist damals jetzt so Besonderes? Ja, ich will das eigentlich nicht. Ist doch aber ich meine, ist ja dein Let's Play, was soll's. Rocket! Ich komme mir gar nicht so vor wie gerade im Let's Play, ich komme mir mehr so vor wie in einer normalen Chatrunde. Aber du wirst dich wundern, wenn die Videos oben auf YouTube sind. Oh ja. Ich werde jedes einzelne favorisieren und werben und ich werde Gronkh dazu zwingen, dass es empfehlen soll. Regisseure! Er hat das Wort Gronkh in den Mund genommen. Ah, ich hab ganz vergessen, dass die diese verfickten Pflanzen hausen. Scheiß auf Ringe, wer braucht Ringe? Ringe sind für Pussys. Jo. Ich hätte jetzt aber gern schon einen Ring. Ja, ich hätte aber gern jetzt schon einen Ring. So, also wird das ganze Ding nochmal hochgeladen. Ist ja nicht so schlimm. Duell! Ey, ich bin gerade echt extrem geflasht. 40 Minuten dann. Ich dachte, du wärst schon geflasht von meinem Husten. Hustakt. Ja, ich bin gerade hier echt von allem geflasht. Vor allem bin ich davon geflasht, dass ich müde bin. Du wirst mit mir so lange hier aufnehmen, bis das Sonic Colors Projekt fertig ist. Nein! So lange zwinge ich dich. Welchen Boss hast du denn jetzt schon? Oh, die ersten kalt gemacht. Die ersten drei Bosse habe ich fertig, es fehlen nur noch vier Bosse. Ach, was wirklich? Ja. Ich werde gleich sterben, wenn ich keinen Drill einsammle. Na dann los jetzt hier. Lass. Ah, ich bin gestorben. Drill! Los. Ich kann mit Drill gar nicht steuern, ey. Das Einzige, weswegen ich Drill mag, ist seine Musik. Ja toll, ich schreib Dinge, die groß geschrieben werden müssen, klein, aber Dinge, die klein geschrieben werden müssen, groß. Das nenne ich deutsche Rechtschreibung. So, jetzt muss ich hier wieder meinen ollen Text über Square Enix aus meinem Arsch leiern. Ich bin ehrlich gesagt
überrascht. Square Enix hat mich doch noch begeistert für, hat mich doch noch für ein Spiel begeistert. Für welches? Na, für Mindcheck. Deswegen ist es auch direkt nach der Aufnahme wieder in der Videothek verschwunden. Soll ich den Drill benutzen? Oder Rocket? Nee, Drill! Hört euch diese wunderschöne Musik an. Ich höre leider nur meinen PC rauschen. Weißt du, was ich höre? Alles, was du hörst! Ist das nicht cool? Hm? Nö. Warum nicht? Das Let's Play dauert nicht mehr lange. Du musst ungefähr... Ich glaube, das Let's Play geht gerade mal 3 Parts. Wenn ich hier so weitermache. Mit Hochspeed Act. Und Level geschafft. Die ganzen Wüste befreit. I give up. Ich leier mir hier gerade echt einen Roman zusammen. Nicht mehr lange. Dann habe ich die Welt auch schon fertig. Ich bin nämlich jetzt schon bei Akt 2 von Planet Wisp. Die Idee, fremde Körper zu übernehmen, an sich nicht neu. Wurde hier aber super umgesetzt. Ich klinge echt wie so ein oller Offsprecher von Game One oder sowas. Beleidige Game One nicht. Oder sonst kommt Simon mit seinem Hühnchen. Ich bin gestorben. Ich bin gestorben. Bohre dich durch alles durch. Simon ist cool, muss ich zugeben. Aber Eddie ist viel cooler. Nee. Nie im Leben. Doch. Ey, King Eddie One, verdammt. Nein, Simon! Simon ist wesentlich der coolere von beiden. Eddie und Wolf sind die geilsten Kerle der Welt. Ihh, das heißt, du bist... Nein. Und du bist homosexuell. Und wenn ich's wäre, dann würde ich die beiden... aufsuchen? Rocket! Au. Au. Gib's doch zu, es ist doch nicht schlimm, wenn man ein bisschen... Halt! Soll ich gleich wieder meine epische Lache machen, wenn ich den Boss auf Rang 8 habe? Hm? Nö. Warum nicht? Hm? Bin ich zu cool? Nö. Boah. Alter, du willst richtig aufs Maul, wenn Street Fighter plus Tekken rauskommt, ne? Boah. Ja, will ich. Aber nicht von dir. Von mir denn? Ah, von den Meistern von Street Fighter Tekken, aber doch nicht von dir, du Noob. Ich bin ein Noob? Ich schaffe jedes Spiel innerhalb von 3 Sekunden wie dieser Naruto-Atzenkiller. Ich kann Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 und 10 in einer Stunde durchspielen. Alter, Naruto-Atzenkiller kann jedes dieser Spiele alle gleichzeitig innerhalb von 3 Sekunden durchspielen. Ich weiß ja nicht, wer Naruto Atzenkiller ist. Falls es dieser komische 14-Jährige ist, der mit einem windigen Mikrofon Let's Plays aufnimmt, dann ja. Nein, der hat sich Funk ausgedacht, der Name. Als er bei Super Mario Bros. Voll verkackt hat. Nein, aber da gab es mal so eine Sache, als ich noch damals... Damals? Damals? Jetzt kommt die Erinnerung hoch.
vor 3 Monaten oder so Naruto Shippuden eigentlich anfangen kann. Ah, Naruto Shippuden ist nicht so geil. Ich hab echt gedacht, ich bin der erste der deutsche Let's Player, der das spielt. Aber nein, dieses kleine 12-jährige Mistbalken mit dem ollen Scheiß Windmikrofon. Also, ja, hallo, willkommen zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm. Und ich hab einfach nur gedacht, fick dich, Alter. Vorsicht, vielleicht hat er mich abonniert! Ich wollte damals schon die Regisseure auf ihn hetzen. Yeah. Wow, die Regisseure sind die neuen Götter auf YouTube, oder was? Yeah! Duel! Wieso soll ich B drücken? Ah, das Ding verfolgt mich, ja, ich hab das voll vergessen, dass du mich jetzt so ein scheiß verficktes Ding verfolgt. Duel! Und ich bin mal ganz, ganz kurz weg für 5 Sekunden, um das Fenster zu öffnen und hier zu lüften. Ja, das wäre eine ganz gute Idee. Ich hau einfach jetzt ab während deiner Aufnahme, ich bin voll fies, ne? Noob. So, bis ja, hau bloß ab! Und das nennt man Loyalität. Immer diese Loyalität, Leute. Die sind voll loyal. Nichts. Irgendwie habe ich jetzt voll Probleme. So. Info, das waren mehr als 5 Sekunden, du Lügner. Ja, Entschuldigung, ich habe mir noch eine Mütze aufgesetzt, weil... Das war gerade echt, als ich die Kopfhörer abgenommen habe, war das echt eine Befreiung für die Ohren. Aha, das heißt, du magst meine Stimme nicht, oder was? Nein, ich habe hier echt stundenlang, hatte ich jetzt gerade die Kopfhörer auf dem Kopf. Du wirst das gar nicht wissen, wie oft ich sie am Zack auf dem Kopf habe, oder? Ich habe das Level geschafft! Ficken, 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 ficken. Na 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 na. Ich tanze hier grad voll ab. La 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 la. Okay, jetzt übertreibe ich. Okay, ich mache einen kurzen Schnitt. Schade, ey, da wollte gerade einer mein Video gucken und zack war's weg. Ich mache ein Cut. So, weiter geht's. Jo. Jetzt kommt der Boss. Der voll schwere ist, Alter. Voll Motherfucker. Es laggt, das ist aber normal. Auch beim Original DS würde es laggen. Bei welchem Boss bist du jetzt? Irgend so einen komischen Bohrer. Nummer 4. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, es müsste Nummer 4 sein. Wieso fragst du? Ach, nur so. Da fehlen nämlich noch 3 Bosse. Falls du es nicht wusstest. Ach so. Duel, komm her! Heil dich, Mann, heil dich doch. Oder hast du Angst? Ah, fuck, das hätte ich jetzt nicht tun dürfen. Ich schreibe in meinen Texten Gell ein. Ich hab einen Elektrokugeldings getroffen. Gelle? Nein! Gelle? Ich hätte jetzt innerhalb von einer Runde alle beide treffen können, dann hätte ich den Boss so gut wie besiegt. Gelle? Was hast du jetzt mit Gelle? Na, das schreibe ich jetzt an Ordnung in meinen Texten. Wieso Gelle? Keine Ahnung. Bist du cool oder schwul? Du bist ein notgeiler Bock. Pff. Doch. Nee. Nicht so wie du. Du bist ja noch notgeiler. Ja, hallo, ich bin's, der Bernd. Bernd, das Brot. Ja, du hast wahrscheinlich nicht mein Halo Reach Video gesehen. Doch, hab ich, wieso? Ja, dann wüsstest du, wer der Bernd ist. Ich hab's aber vergessen, was darin vorkam. Ach, du bist doch doof. Was bist du?
So, ich gucke mir jetzt ASDF Movie 3 von einem gewissen Freak Gamer an. Nee, Fr3 Aki. Fr3 Ak Gamer. Boah, ey, ASDF Movie 3 ist so schlecht. Ich hab mich schon wieder verschluckt. Ich bin ein Sandwich. Ich hab mich schon wieder verschluckt. Ey, halt das mal. Danke. Hajo. Hm? Hör mal bitte auf, meinen Salat zu schlagen. Nein, werde ich nicht tun. Okay, dann auf Wiedersehen, Welt. Okay, John, hau ab, Mann. Bis bald. Ey, wo gehst du denn hin? Psch, oh, Mann, das sollte nicht so sein. Ich schlag einen Salat. Boss! Besiegt! Das war wahrscheinlich die strangeste Sache, die ich jemals gehört habe. Oh, das ist keine neue Kamera. Nein! Ey, nein, warte! So, jetzt habe ich dein Video mit irgendwelchen sinnlosen Texten gefüllt. Welches Video? Deins. Von was? Gerade eben. Von was, wenn man fragen darf? Na, von gerade eben. Ah ja, okay. Ja, wir sehen uns nächsten Part wieder mit Aquarium Park. Bis dann, sag ich jetzt mal tschüss. Tschüss.